Hallo meine Lieben, ein kleiner Status-Update zum Thema Wohnungskauf, Betrug und wie auch immer man es bezeichnen möchte. Also, aktueller Stand. Der Murat, der Dolmetscher, hat mit meinem Verkäufer telefoniert. Es ist wirklich so, dass er bei seinem Kind im Krankenhaus ist, dieses wohl ein Problem mit dem Gehirn hat. Genaueres konnte er jetzt nicht sagen, aber er ist grundsätzlich bereit, mir mein Geld wiederzugeben. Auch außergerichtlich, das hat er sofort gesagt, sobald er die Wohnung verkauft hat, nicht an mich, weil ich habe gesagt, nein, es gibt mir einfach da zu viel Stress. Ja, das war übrigens für alle, die es interessiert, Orient Palace Hotel. Dort ist diese Wohnung günstig zu haben. Seid vorsichtig, ich will sie nicht. Ja, weil es einfach zu viel Gerede gab. Und ja, auch am Wochenende hatte ich ja, wie gesagt, einen Makler getroffen am Strand, der sagte, Junge, lass die Finger davon. Ganz gefährliche Ecke. Okay. Wie gesagt, der Murat hat mit ihm telefoniert, hat ihm auch gesagt, der Thorsten möchte von seinem Vertrag zurücktreten. Ja, dann hat er mehrere Angebote gemacht. Er kann auch, wenn er die Hälfte der Wohnung, wir machen Teilhaber hin und her. Ich habe gesagt, nein, nichts Teilhaber. Ich möchte mein Geld bitte zurück. Also komplett. Er hat sich auch sofort darauf eingelassen. Er sagte nur, gib mir halt ein paar Tage Zeit. Er möchte die Wohnung jetzt verkaufen. Es gibt wohl mehrere Kaufinteressenten. Sobald er die Wohnung verkauft hat, überweist er mir mein Geld zurück. Er möchte hier keinen Stress. Er hat hier einen Ruf zu verlieren, weil er hier auch Geschäfte hat. Und okay. Ich habe gesagt, okay, die Chance gebe ich ihm. Er sagte, das dauert ungefähr noch 10 Tage, bis er dann wieder hier in Alanya vor Ort ist. Ich habe gesagt, kein Thema. Ich bin noch hier. Aber er soll mich nicht verarschen. Nein, nein, das würde er nicht machen wollen. Er möchte das gerne auch außergerichtlich regeln, weil er ganz genau weiß, dass er auf die Fresse kriegt. Also jetzt vom Gericht, vom Staat her. Und jeder hier die Möglichkeit hat, von irgendwelchen Kaufverträgen oder sonst was auch zurückzutreten. Also die hier gelten die gleichen Gesetze wie in Deutschland. Ja, die Türkei ist ein Rechtsstaat. Jeder kann sich hier oder hat das Recht, hier zum Anwalt zu gehen, zur Polizei. Egal wohin, wenn er beklaut worden ist oder wie auch immer oder betrogen oder sonst was. Ja, gut, ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er mich unbedingt betrügen wollte. Aber er hat heute auch nochmal bestätigt, halt, dass es ja dieser Eigentümer oder Verwalter ein Iraner ist, der dort mehrere Wohnungen hat. Und er bemüht sich halt darum, dieses Iskan dafür zu kriegen, dass jede Wohnung seinen eigenen Wasser- und Stromanschluss hat. So, daraufhin habe ich gesagt, ich möchte mein Geld zurück, immer noch, weil mir das mit diesem Iskan alles zu gefährlich ist. Ja, okay, jetzt hat er schon mal auf dem neuesten Stand. Also, er möchte auf jeden Fall alles außergerichtlich klären. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Zeit soll ich ihm geben, bis er die Wohnung verkauft hat. Dann wird er mir mein Geld zurückzahlen. Es ist wohl so, er hatte Steuerschulden, hat die Kohle davon bezahlt. Ja, jetzt muss ich halt auf den guten Murat vertrauen, dass er mir das auch alles richtig erzählt hat, was ich überhaupt ausgehe, weil er ist ein staatlich geprüfter und anerkannter Dolmetscher. Von daher wird er da wohl kein Mist gebaut haben. Also ich kann diesen Murat wirklich nur empfehlen, Leute. Er macht wirklich Top-Arbeit. Ist aber wirklich auch sehr ausgebucht. Also das muss man gleich von vornherein sagen. Okay, das war jetzt mal so ein kleines Update zum Thema, was ist mit meiner Wohnung. Ich werde nochmal ein ausführliches Video dazu machen, wie und was und warum es dazu so gekommen ist. Also wirklich von A bis Z, von Anfang bis Ende. Aber das ist halt so im Moment das, was ich heute nur mitteilen wollte. Seid also vorsichtig mit Kaufen, Mieten oder sonst was. Wendet euch gleich von Anfang an die richtigen Leute. Denn wenn ich nicht durch Zufall mitgekriegt hätte, dass es dort oben Probleme gibt, dann ja, hätte ich wahrscheinlich die Wohnung gekauft und würde ein halbes auf der Straße leben und ein halbes Jahr da. Also seid immer vorsichtig, be careful. Ja, und achtet darauf, was ihr tut, wem ihr was anvertraut oder sonst was. Vielen Dank bis hierher. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst gerne ein Abo da, ein Like. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter, ein Kommentar. Und was mir aufgefallen ist, liebe Freunde, 51,2% der Leute, die sich hier meine Videos angucken, sind leider keine Abonnenten. Wäre schön, wenn du das machen würdest und ich dir damit dann vielleicht ein bisschen helfen kann zum Thema Auswandern oder sonst was. Ja, also
Wenn ich selber nicht weiß, gehe ich natürlich an die dementsprechenden Stellen und erkundige mich da, weil ich bin hier auch Neubürger, fast Neubürger und kann natürlich auch nicht alles wissen. Von daher, Leute, verzeiht mir, wenn Antworten vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Aber ich gebe mir die größte Mühe, euch da vernünftig zu informieren und auch die richtigen Ansprechpartner eventuell an die Hand zu geben. Soll ja keiner aufs Maul fallen oder in die AA treten, so wie ich. Okay, dann habe ich euch jetzt 500 Minuten zugequatscht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, bis später und bye bye.